Sie ist bei der Handwerkskammer Koblenz zu einer guten Tradition geworden, die jährliche Altmeisterfeier. Es ist auch eine Hommage der Kammer für die Lebensleistungen der Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister. Das stellte schon in seiner Begrüßung Präsident Kurt Krautscheid deutlich hervor. Mit dem Meisterbrief haben die Geehrten den Grundstein für ihren beruflichen Lebensweg gelegt. Jetzt durfte also kräftig gefeiert werden. Die HWK hatte dazu die Jubilare wie auch ihre Familienmitglieder ins Zentrum für Ernährung und Gesundheit eingeladen. 126 Handwerkssenioren wurden geehrt, darunter 126 Altmeisterinnen und Altmeister mit dem Goldenen Meisterbrief für ein halbes Jahrhundert Meisterschaft. Erinnerungen und Leistungen, die auch filmisch dargestellt wurden. 52 Mal strahlte die Ehrenurkunde Diamant für das 60. Meisterjubiläum. 16-fach wurde der Eiserne Meisterbrief für 65 Jahre Meisterehren überreicht. Für gute Unterhaltung, einige nachdenkliche Augenblicke und auch kulturelle Bereicherung sorgten die Gesangseinlagen des Handwerkerchores aus Birkenfeld. Sonntagmorgen in den Bergen. Sonntagmorgen in den Bergen. Ein Kurzfilm stellte vier der Ausgezeichneten vor. Unter den Porträtierten waren auch die beiden einzigen Platinmeisterbriefe. Damenschneidermeisterin Alice Reinhardt und Bäckermeister Waldemar Buhr haben ihre Meisterprüfung bereits vor 70 Jahren abgelegt. Alice Reinhardt berichtete im 92. Jahr in bewegenden Worten über ihr Leben, das stets eng mit dem Handwerk verbunden war. Hat nun meine Küche, mein Schlafzimmer, wo sich das alles abgespielt hat, wenn die Kundinnen kamen. Und dann musste ich halt so ein Schlafzimmer führen und meistens später, wenn die Kinder im Bett waren, schon. Also das war alles sehr primitiv damals noch. Noch liegt der Nebel über dem kleinen Dorf Kirschweiler. Damenschneidermeisterin Alice Reinhardt ist schon auf den Beinen und erzählt ihrer Urenkelin von alten Zeiten. Es ging bei mir alles der Reihe nach, also wie es sein sollte. Ne? Gesellenbrief, Meisterprüfung und dann das Geschäft übernommen. Und also da war alles gut. Und, war überhaupt froh, wenn man Stoffe bekam damals. Mein Prüfungsleiter hat mein Vater den Stoff, der war in Frankreich in Gefangenschaft, und hat mir da den Stoff mitgebracht nachher. Trotz der schwierigen Umstände war Alice Reinhardt Damenschneiderin mit Leib und Seele. So fertigte sie tagtäglich die schönsten Blusen, Kleider oder auch Mäntel. Und dann habe ich die Woche 50 Pfennig bekommen. Und das hat sich gesteigert. Bis nach 7 Jahren, in 3 Jahren hatte ich dann Gesellenprüfung. Die sie mit hervorragenden Leistungen abschloss. 4 Jahre später absolvierte sie ihre Meisterprüfung. Wo heute Maschinen die Arbeit unterstützen, musste damals, 1947, noch alles von Hand gefertigt werden. Ich musste alles von Hand versäubern. Zickzackmaschine gab es noch nicht. Ich habe sogar ein Ballkleid gemacht von einer Gardine dann für eine Kundin, weil es noch keine Stoffe richtig gab damals, etwa 1947. Heute ist das einfacher, da kann man die Stoffe kaufen und wie man sie gern hat und machen. Aber damals ging das nicht. Ihre ganze Leidenschaft galt schon immer dem Schneidern. Auch wenn die 92-Jährige heute nicht mehr aktiv im Beruf ist, hat sich daran bis heute nichts geändert. Wenn ich im Fernsehen gucke und gerade vorgestern Abend war die Weinkönigin gewählt worden. Und wenn ich die dann mit ihren schönen Kleidern gesehen habe, und dann hat es bei mir gejuckt. Die hätte ich dann gemacht. Also da war ich
habe gern genäht. Und für mich war das, wenn ich mal nicht an der Nähmaschine sitzen konnte, verloren der Tag. Ihre Freude an schönen Kleidern konnte Alice Reinhardt über Generationen weitergeben. Damenschneiderin war und ist für die Kirschweilerin mehr als nur ein Beruf. Schneiderin war nicht nur Beruf, es war für mich, es war mein Leben. Also, ich habe schon sehr bedauert, wie ich nachher nicht mehr konnte. Aber es war halt das Leben. Es wird ja nicht jeder 92. Wie die Feier insgesamt ist es auch zu einer guten und liebgewonnenen Tradition geworden, dass HWK-Präsident Kurt Krautscheid jeden Einzelnen persönlich ehrt, was auch einige emotionale Augenblicke, persönliche Gespräche und Erinnerungen einschließt. Die Feier war auch Anlass, in die Jahre damals zurückzuschauen. Die Platin-Altmeister haben im Deutschland der Nachkriegszeit mit ihrer Meisterprüfung eine ganz besondere Leistung abgelegt. Deutschland war im Wiederaufbau, wobei dem Handwerk eine Schlüsselrolle zukam. Die Eisernen Meister machten ihre Prüfung 7 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer sah in der Anlehnung an den Westen die einzige Chance, Deutschland politisch zu rehabilitieren und wirtschaftlich wieder aufzubauen. Auch hierbei kam den Handwerkerinnen und Handwerkern eine besondere Rolle zu. Die Flower Power Bewegung stellte ein Lebensgefühl der damals jungen Generation im Goldenen Meisterjahr 1967 dar. So haben sie alle Geschichte geschrieben, die große wie auch die ganz persönliche, die immer eng mit dem Handwerk verbunden war. Mit der Altmeisterfeier wird die Erinnerung an das Geleistete der Handwerkssenioren wachgehalten und der Dank und die Anerkennung der nachfolgenden Generationen ausgedrückt. Sie genießt einen hohen persönlichen wie auch öffentlichen Stellenwert.